Also, ich wollte ein, zwei, drei Dinge ansprechen. Und dazu was sagen über was. Und dazu was sagen zu was du vorgetragen hast. Gut, ich fange mit was ich als erstes sagen wollte. Gestern war ich im Krankenhaus mit meiner schmerzenden Wunde, die stark blutete. Und wie ist das passiert? Ein unbefestigtes Verkehrsschild auf einer BP-Tankstelle. Aber kurz vor der Grenze. Aber wie gesagt, das ist nicht das Wichtigste. Für mich das Wichtigste war, ich war mit mir beschäftigt, erstmal mit diesen Schmerzen und die zukünftigen Narbe, die ich behalten werde davon. Und ich sagte den Schwestern, die meine Wunde untersuchen wollten, um zu sehen, wie tief, um es zu desinfizieren und so weiter. Ich sagte, aber bitte einfühlsam, weil ich bin ein Mann und keine Frau. Es ist bekannt, dass Männer empfindlicher sind. Ja, wir sind das schwache Geschlecht, nicht die Frauen. Und es gab in dieser Notaufnahmegang vor den Behandlungsräumen eine Frau, die lag auf einem Rollbett und die hat das erlebt, wie ich zuckte unter den Händen der Schwester. Und ich musste kurz warten, nachdem sie mich im Gang kurz untersucht hatten, bevor sie mich in den Behandlungsraum brachten. Und diese Dame hat mir sowas gesagt wie, ach, sie würden sicherlich mit mir nicht tauschen wollen. Ich habe sie gefragt, warum sind sie da? Und sie lag da, weil sie irgendwie eine Verletzung an der Hüfte hatte. Und sie sagte mir, ich versuche meinen Krebs zu bekämpfen. Und in dem Moment habe ich mich fast geschämt, dass ich für meine im Vergleich winzige Wunde so mit mir beschäftigt war. Und das ist etwas, was wir oft vergessen. Und so eine Situation und eine Vergleichssituation, das ist nicht wichtig, wie viele das dann benutzen, nämlich um sich zu sagen, ach, es geht mir noch gut. Aber man vergisst trotzdem den anderen in seine Situation. Das ist nur ein Gefühl von, ach, mir geht's gut. Und nein, man sollte diesen Moment benutzen, um zu sagen, ich bin zu viel auf mich konzentriert und nicht genug auf die anderen. Und wenn man so eine kleine Verletzung hat, sollte man sich sagen, ich sollte vielleicht aus Respekt vor anderen Leuten, woran man nicht denkt, wenn sie nicht zufällig daneben sind, sonst denkt man nicht an solche Fälle, nutzen, um zu sagen, ach, das ist nicht schlimm und es gibt Leute, die mich, der im Vergleich gesund ist, bräuchten in ihrer Not. Und allgemein ist es zu betrachten. Uns geht es auch ziemlich gut im Westen, ja, oder in Europa. Und wir sind oft beschäftigt mit den Kleinigkeiten, Kleinigkeiten nicht aus unserer Sicht, aber im Vergleich mit anderen Menschen in anderen Ländern. Und deswegen ist es immer schön, wenn man solche Vergleich hat und denkt, es geht anderen schlecht. Aber nicht um sich zu beruhigen in seine bequemere Situation, aber um zu denken auch an die anderen und nicht nur für uns was tun, aber für die anderen. Und oft sind die Dinge verbunden, weil den Leuten, dass es schlecht geht im Ausland, es ist oft die Folge der Politik, der Wirtschaft und der Finanzsituation, warum es uns bei uns so gut geht. Das heißt, wenn es uns gut geht bei uns, das ist, weil es uns meistens gut geht auf Kosten von anderen. Ich habe früher in Leipzig in einer Rede gesagt, wir müssen aufhören, diese postkolonialistische Politik, die Amerikaner und Europäer weiterführen, in Afrika weiterzuführen. Weil diese Länder, obwohl sie unabhängig geworden sind, dürfen wir nicht vergessen, dass sie weiter unter Folgen, die bis heute nicht geändert worden sind, leben. Nämlich die Grenzen in Afrika, die sind meistens 90 Grad eckig, rechteckig. Weil die Europäer, Engländer und Franzosen hauptsächlich, daneben auch die Portugieser, die Spanier und die Belgier, haben sich Afrika wie ein Stück Kuchen mit einem Messer auf der Karte
geteilt. Dabei haben sie Völker getrennt, wie die Berliner Mauer und die zwei Systeme das gemacht haben. Oder manchmal haben sie dadurch Völker in einem Land auf der Karte zusammengesteckt, die sich immer bekriegt haben und nicht zusammenpassten. Und das haben wir immer gemacht in unseren Interessen, ohne sich Gedanken zu machen für diese Leute. Ich erinnere daran, dass wir nach dem Ersten Weltkrieg, um unsere Ruhe zu haben, in Osteuropa zwei Länder künstlich geschaffen haben, gegen den Willen von diesen Völkern. Das ist Jugoslawien und das ist Tschechoslowakei. Und diese zwei Länder sind nicht zufällig in der Kriegssituation, in dem Wirrwarr des Zweiten Weltkriegs auseinandergegangen. Sie haben die Gelegenheit genutzt, weil es gibt Regeln im Zusammenleben. Und man kann nicht Leute zwingen, zusammenzuleben, wenn sie das nicht wollen. Und trotzdem haben die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal Jugoslawien geschaffen und nochmal die Tschechoslowakei. Und die sind wieder auseinandergegangen, diese Völker, nach dem Fall der Mauer. Und in der Tschechoslowakei ist es glimpflich gelaufen, in Jugoslawien nicht. Und wir haben zugeguckt, wie Leute nicht anders als jetzt in den ISIS-Gebieten geschlachtet und hingerichtet worden sind. Junge Leute, so alt wie wir in der Zeit, die genauso Europäer sind wie wir und die uns noch näher stehen als muslimische Bewohner von weiteren Kontinenten hinter dem Mittelmeer. Und für die Leute, die sich gestört gefühlt haben oder die mich angesprochen haben, Samstag nach meiner Rede, die ein Problem damit hatten, dass ich gegen die Diktatur des Multikultis gesprochen habe, erkläre ich meinen Gedanken, damit ich nicht missverstanden werde. Man kann es leicht missverstehen. Ja. Mir geht es darum, dass ich nicht möchte, dass wir durch unbedachte Einwanderungspolitik, wo es nicht mehr um Integration geht und nicht mehr um sich Gedanken machen bei den Politikern über die Folgen dieser Politik auf lange Sicht, dass wir dabei sind, Gruppierung innerhalb unserer Länder zu bilden, Ghettoisierung, die mit Integration nicht mehr zu tun hat. Das ist nichts anderes als eine zukünftige Balkanisierung unserer Länder und wir importieren zukünftige Brandherde, die irgendwann uns in die Fresse platzen. Und das möchte ich nicht, weil Leute aus oft linke ideologischen Scheuklappen führen Politik nur nach der Theorie, die immer ganz schön sind auf dem Papier. Menschenrechte, Asylpolitik und so weiter. Aber sie kümmern sich nicht darum, dass so eine Politik, die nur im Jetzt gemacht wird, ohne Gedanke über das Morgen und dazu in eine europäische Situation, wo wir schon Probleme haben, wirtschaftlich und sozial. Und das habe ich auch vorgestern erwähnt, woher es kommt, aus dieser Fehlkonstruktion Europa, das nur kapitalistisch und für Wirtschaft und Finanz gebaut worden ist, wie sie gebaut worden ist, und nicht für die Menschen. Und das ist das Problem. Und ich habe immer diese Leute, die aus politischen linken Scheuklappen auf jeden Preis mit jedem Balken brechen, ihre großzügige Einwanderungspolitik, ohne nachzudenken, durchführen wollen, dass sie zukünftig die Verantwortung tragen werden, wenn in Österreich oder in Deutschland, wie in Frankreich oder in England, rechtsextreme Partei nicht nur dritte, aber dann zweite und dann erste Partei werden, wie die 25% Front National dieses Jahr bei Europawahl. Deswegen muss man alles schön bedacht machen und nicht nur nach schönen Prinzipien, weil meistens kümmern sich die Leute nicht mehr um die praktischen Folgen. Und ein Mensch ist nicht eine Ware oder ein Gegenstand. Es ist ein Mensch und er gründet Familie und Kinder. Ja? Und wie gesagt, das Zusammenleben ist schön, aber die Vielfalt muss bewahrt werden. Und deswegen ist alles eine Frage des Ausmaßes und der Harmonie. Das wollte ich sagen. Was ich noch sagen wollte, vorhin hat er gesagt, ja, die Franzosen, die Engländer, die waren gegen die Wiedervereinigung, die Sowjetunion, das vergessen wir, die waren nett zu uns, die wollten die
deutsche Wiedervereinigung. So einfach ist das nicht. Schade, dass er nicht zuhört. Die Sowjetunion wollte die Wiedervereinigung. Jein. Sie hat die DDR verkauft für 5 Milliarden Deutschmark, weil sie pleite war in ihrer kommunistischen Politik und am Ende war. Hast du recht. Und die Engländer und Franzosen haben Angst davor gehabt, das stimmt. Die Thatcher und der Mitterrand haben den Honecker noch hofiert und versucht, am Gerät weiter künstlich am Leben zu halten mit seiner DDR. Warum haben die das gemacht? Weil wir seit 1945 nicht aus Menschenliebe die Montagne-Union gemacht haben und dann damit der Kern gelegt für den Aufbau von dieser EU, Europäische Gemeinschaft und dann EU. Von vornherein ging es darum, die Deutschen so schwarz zu halten, erstmal getrennt von Österreich nach 1945, dann ein Drittel ihres Landes den Polen geschenkt, damit die UdSSR Richtung Westen weiter rückt, in Ostpolen. Und dann den Rest Deutschlands geteilt zwischen zwei Systemen, ursprünglich zwischen vier Systemen, nur damit die Deutschen nie wieder eine Gefahr werden. Und es ist klar, wenn man den Fehler macht, nicht nur nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, Völker zusammen in künstliche Länder nur aus geopolitischen Interessen für uns zu schaffen, haben wir auch zwei Fehler gemacht. Wir haben den Deutschen im Ersten Weltkrieg die ganze Schuld gegeben und Österreich-Ungarn dazu. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder. Und die Leute haben wieder nichts gelernt. Nach dem Ersten Weltkrieg, dadurch haben wir so die Deutschen geknechtet, dass und so vernichtet auf drei Generationen mit Reparationsbezahlung und einem Versailler Vertrag, der sie nie wieder zum Aufstehen bringen könnte. Wir haben schon damit den Saat für den Nationalsozialismus selbst gesät. Und diese Politiker aus dem Westen haben das nicht verstanden. Sie machen seit 70 Jahren dieselbe Politik. Sie haben die Deutschen umerzogen zur Selbstpeitscherung und Selbstvernichtung und zum Selbsthass der Großeltern und Elterngeneration. Und deswegen sollten wir uns nicht wundern, dass wir so viele antideutschen, eingestellten Linksextremen haben, die sagen, es sind nicht genug Bomben auf Deutschland gefallen. Ich wollte nur damit sagen, die Franzosen und die Engländer, die haben vor allem wirtschaftlich und geopolitisch gedacht, den Deutschen gegenüber. Und deswegen wollten sie nicht wieder, dass Deutschland stark wird. De Gaulle hatte gesagt, ich habe Deutschland so gern, dass ich lieber zwei davon habe.